Ja, liebe Rot-Weiß-Freunde, ihr seht es vielleicht an meiner Miene. Also, am Ende geht es hier 0:1 im Steigerwaldstadion aus. Die Babelsberger entführen 3 Punkte, sind jetzt mit 5 Punkten erstmal weg. Vielleicht auch eine kleine Standortbestimmung für uns erstmal. Es gilt, demnächst einfach die eigenen Hausaufgaben zu machen und Spiele zu gewinnen. Sicherlich eine sehr kämpferische, tolle zweite Hälfte unserer Jungs. Erste Halbzeit, verschlafen will ich sie nicht nennen, du kriegst halt ein dummes Tor, aber wir schauen einfach mal, wie der ein oder andere Spieler, den wir jetzt für euch noch interviewen werden, das auf dem Platz erlebt hat. Vielleicht frage ich auch mal so ein bisschen nach den Nicklichkeiten, die ja doch zahlreich und reichlich heute auf dem Spielfeld irgendwie festzustellen waren. Mal sehen, also, wen wir noch für euch hören heute. Okay, ja, bei uns jetzt Quabe Schulz. Quabe, 0:1 gegen Babelsberg. Ihr hattet euch sicherlich was anderes vorgenommen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also wir kommen eigentlich grundsätzlich gut ins Spiel. Die ersten 15, 20 Minuten waren wir gut und dann haben wir so ein Gegentor bekommen, was halt ärgerlich war. Und dann haben wir halt ein bisschen versucht, erste Halbzeit, ging nicht so viel. Zweite Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen. Wir sind auch gut rausgekommen, was man gesehen hat. Hatten dann 2 knappe Chancen, wo der Torwart gut hält. Und dann kriegt leider Samu für wirklich, keine Ahnung, ob es rot war oder nicht, eine rote Karte, was uns dann auch ein bisschen gebrochen hat, weil wir natürlich dann hinterherlaufen mussten mit einem Mann mehr. Und der Gegner hat es dann gut gemacht, haben Zeit gespielt, waren abgewichst, abgezockt und leider gehen wir jetzt mit leeren Händen nach Hause. Ja, man hat es irgendwie auch so ein bisschen von der Tribüne mitbekommen, war ziemlich nicklig, hatte man so den Eindruck. Hattest du auf dem Spielfeld auch das Gefühl, dass es etwas härter zur Sache geht als üblich? Ja, also wir wussten schon davor, dass die eine Männermannschaft sind, dass die mit Spielern spielen, die über 200 Regionalligaspiele haben und noch höher, dass die halt die Erfahrung haben und man hat es dann auch gesehen, dass wir in den einen oder anderen Moment ein bisschen uns mehr zeigen müssen, uns mehr wehren müssen und das haben wir leider nicht geschafft über 90 Minuten. Aber nichtsdestotrotz hatten wir auch gute Phasen und haben auch gezeigt, was wir halt können. Ne? Und, ja. Okay, wir müssen es irgendwann wieder mal in Ergebnisse ummünzen, Quabe. Ich denke, das sage ich genau dem Richtigen heute. Kopf hoch, trainiert fleißig weiter und kommt aus Glück zurück. So, ja, soweit also Quabe Schulz. Natürlich auch mit einer betretenen Miene heute hier nach einem 0:1. Ich versuche es jetzt mal auf Englisch für euch mit Sidney Lopez Cabral, weil für mich heute wirklich der beste Mann in Rot-Weiß. Der ist hier die linke Seite hoch und runter, ab der, sag mal, 85. Minute dann auch echt geplagt von Krämpfen. Und mal sehen, wie der das Spiel gesehen hat. Okay, also liebe Rot-Weiß-Freunde, bei uns jetzt nochmal Sidney Lopez Cabral. Sidney, tough match, hard match. Up to the end with cramps on the pitch. Tell me something about the match. How do you see the game? In the first half, we didn't start so good. We were looking for the rhythm, how to play and how to break the defense. The first half was not so good, but the second half we start to get in our game and we start to play better. It's just we need to make the chances and score goals. Yeah, we need to score goals. There was one ball after another into the center from your side. Where do you get this power? I saw you go the line up and down, and where you got so much power? This is me. This is how I play. This is my quality to go and come back. This is my quality, and I try to help the team every day, every time. This is my quality. Okay, we wish you the best luck for the next game in Leipzig on Sunday and hopefully with a victory for Rot-Weiß Erfurt. So, also soweit unsere Jungs, Quabe Schulz und Sidney Lopez Cabral. Ich denke, ihr könnt mein Englisch ganz gut verstehen. Sidney natürlich auch traurig. Wir verlieren also gegen Babelsberg mit 0:1 hier zu Hause im Steigerwaldstadion. Nichtsdestotrotz, Fußball oder das Schöne an Fußball ist, dass wir es nächste Woche schon wieder besser machen können. Und zwar in Leipzig ab 16 Uhr im Bruno-Plache-Stadion. Folgt uns also zahlreich. Ich wünsche euch trotz der Niederlage ein tolles Wochenende. Bleibt sportlich. Tschüss, ciao.